Der Abakus, ein mehr als 3000 Jahre altes Rechenhilfsmittel, ist zusammen mit dem Raben und der mittelalterlichen Kutte das Markenzeichen der Apfelmänner aus Puch bei Weiz und rund um die 25 Kilometer lange steirische Apfelstraße. Es ist eine der schönsten Themenstraßen Österreichs. Hier im Abakuskeller unter dem alten Presshaus auf dem Gelände des Haus des Apfels wird der Schnaps mindestens ein Jahr gelagert, bis er zuerst zur Verkostung und dann zum Verkauf gelangt. Die Bruderschaft der Apfelmänner hat sich mit einer Satzung ein Regelwerk geschaffen. Ihr erklärtes Ziel, unter dem Namen Abakus den besten Apfelschnaps zu brennen. Vor jeder Ernte kommen die Apfelmänner zusammen und entscheiden in einer Klausur, welche Apfelsorte am besten zum Brennen geeignet ist. An der Mauer der Kirche zum Heiligen Oswald in Puch haben die Apfelmänner eine Kultstätte gebaut. Dort mauern sie von jedem Jahrgang 5 Flaschen ein. Die müssen hier 100 Jahre reifen. Welche Apfelsorte im jeweiligen Jahr verwendet wurde, ist hier zum Teil zu sehen. Die Feistritztalbahn, eine Institution der Region, wurde 2011 100 Jahre alt. Eine willkommene, einmalige Gelegenheit, die Präsentation des Abakus 2010 mit Feierlichkeiten der Bahn zu verbinden. Ich bin dieses Jahr der Abelia, der Leiter der Apfelmänner. Das sind 15 Apfelmänner aus der Region um Buch, die den besten Apfelschnaps brennen. Gemeinsam eben das ganze Jahr immer wieder zusammenkommen, die besten Apfelsorten auswählen und danach gemeinsam vergeistigen. Und das ist dann unser Produkt, der Abakus. Mario Berger wurde für 2011 in geheimer Abstimmung zum Abellio gewählt. Der keltische Apfelgott, den man am 23. Dezember gefeiert hat, leiht den Namen Abellio. Ökonomierat Hans Höfler. Er hat mit innovativen Ideen die Apfelstraße erdacht und den Verein Steirische Apfelstraße gegründet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Apfelmänner sehr, sehr herzlich willkommen heißen heute zur Präsentation hier am Bahnhof in Weiz. Vor 100 Jahren, als die Bahn eingeweiht wurde, war noch die Kaiserzeit zu K&K. Damals wurde das Licht noch viel mit Kienspan gemacht. Heute haben wir elektrischen Strom. Damals fuhr man mit der Post noch mit der Postkutsche vor. Heute haben wir E-Mails. Aber Schnaps hat man vor 100 Jahren schon gebrannt und Schnaps brennt man heute noch. Und so haben wir das als Anlass genommen, um Sie auf diese romantische Fahrt durch das Feistritztal, um unseren Abakus 2010 zu präsentieren. Damals, vor 100 Jahren, hat leider unser Kaiser keine Zeit gehabt, bei der Einweihung dieser Bahn dabei zu sein. Heute haben wir einen Nachkommen von ihm, den Kaiser Karl vom Apfelland mit seinen Adjutanten, den wir in Kürze hier mit der Postkutsche erwarten. Ja.
Seifenstein, was macht ihr denn die vielen Leute da? Oh, grüß Gott! Sind Sie der Hofer? Majestät, wir haben Sie mit der Postkutsche erwartet und jetzt sind Sie mit einem ganz modernen, sehr elitären Wagen vorgefahren. Aber Hofer, wer fährt denn heute noch mit der Postkutsche vor? Seifenstein, was haben wir denn heute überhaupt für eine Einladung? Eure Majestät, für die Abakus-Präsentation 2011. Ach, da, gut. Haben Sie das schon mal gehört, Seifenstein? Das riecht mir ja nicht einmal beim Kuchen an. Was ist denn das? Meines Wissens, Eure Majestät, ist der Abakus ein Schnaps. Aber Hofer, wer wollte denn heute noch einen roten Teppich? Das wollen die mediengeilen Politiker und die Starlights, aber nicht der altehrwürdige Kaiser. Aber wenn der Schnaps wirklich so gut ist, wie Sie sagen, dann sollten wir jetzt mit unseren blöden Reden aufhören, alle in den Keilig in den Zug einsteigen und abfahren, weil ich bin schon so durstig und neugierig. Gehen wir's an? Majestät, wir gehen uns an. Für Sie haben wir natürlich den roten Kaiserwagen vorne reserviert, den schönsten Platz für Sie. Bitte, Majestät, einzusteigen. Und natürlich, meine Damen und Herren, liebe Gäste, für Sie auch einzusteigen. Wir fahren in Kürze ab. Seitenstein gehen wir's an. Na, alles da. Bravo. Wenn eine aussteigende Krankheit oder was, weil ich keine Erdraut sage. Wahrscheinlich, ja, dass die wissen das nicht, wo. Oder Platz ist. Ja, ich glaube, da vorne fängt man zum Schirm an, genau, und so, dabei genau, fängt man hinten an. Schaut nicht von hinten, ja, schaut nicht von vorne. Ja, genau, das haben sie uns heute schon erklärt. Aber alles nur beim Druck, verstehst du, dann haben sie nicht den Rachen eingewachsen. Nein, 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 nein. Ja, sonst kann man sie nie, bis dir gefallen. Kriegt ihr was mit vom Ton? Bitte nicht zu laut einstellen. Danke. Bitte kommen Sie nur vor. Zellerare, bitte kontrolliert die Temperatur unseres Abakusses. Irgendwo da. Er ist gut versteckt. Bei einem Bierpfuhl rennen ist um einen Eckenköder, um einen Rock. Ich meine, wir haben da einen Ofen drin, gell? Aber weil wir so viel Waggon dran haben, jetzt haben wir die ganzen Kohlen gebraucht für den Zug. Jetzt haben wir keine Kohlen mehr. Jetzt können wir da auch nicht einheizen. Haben wir irgendeine Decken oder irgendwas, Abelia, dass wir irgendwas drüber tun können, dass es nicht ganz kalt wird? Oh, na, Decken haben wir keine mit. Aber da hinten irgendwo habe ich ein kleines Feuer gesehen. Vielleicht könnten wir dort unseren Schnaps wärmen. Ich gehe mal schauen, ich frage mal nach. Ja, zum Anwärmen, da brauchst du einen Federweißstein da. Dann gibst du den Feuer. Oder wenn du den Herd hast, ins Bockrohr und wärmst ihn dort. Ich weiß nicht. Ja, sind wir denn da auf einem Bazar? Einen Federweißstein und der wärmt ihn auf, bis der Winter kommt. Dann geben Sie, Sie haben da mehrere Steine. Eine geben Sie den Apfelmännern. Die nehmen ihn in einen Waggon mit nach Birkwald, weil gleichgehalten Abakus wollen wir da drinnen keinen trinken. Heutzutage, wir müssen erst einen Posten finden, der braucht ein bisschen mehr Geld. Ja, wir müssen erst weiterlaufen.
Und wenn das dann der Seifenstein gemacht hat, dann ernennt er Sie zum neuen Bergminister da von Oberfeistritz. Einverstanden? Ja. Na, alles klar, meine Leute, dann fahren wir das weiter noch, Birkholz. Wo steht's denn alle um den Dumm da? Wo ist denn der Knopf? Er schwitzt schon ein bisschen. Bitte alle schnell aussteigen, Zug muss Wasser tanken, wir haben 10 Minuten Pause. Wer aufs WC muss, hier gibt es eine Möglichkeit. Anschließend werden wir unser Schauspiel präsentieren. Amelia! Amelia, warte! Was ist jetzt los? Was ist da drin los? Warte mal, das wird hier nicht der Fall sein. Oh, heute ist wirklich ein wahrer Glückstag. So einen hohen Besuch haben wir lange nicht erwartet. Eure Majestät, nun, wir sind ein kleines Dorf in der Oststeiermark, Anger, und wir trotzen dem großen Kaiser der Monarchie. Denn das hier ist und bleibt unser Reich. Eindrachen, das ist wieder hoheitliches Gebiet. Na sowas, Sie sind ja mein Berater auf. Und wie schätzen Sie jetzt die Lage ein? Ist jetzt aussichtslos? Nun, manches Geld haben wir unser Heer aufgelöst und auch das letzte Tafelsilber, das kannst du nicht gesperrt verkauft. Also, ohne es beschönigen zu wollen, es ist eher nicht aussichtsreich. Was wollt ihr von uns denn? Ja, was wollen wir denn? Das Wertvollste natürlich. Ja, das bin natürlich ich, der Kaiser. Ja, was wollen wir denn? Kaiser, der ist doch Schnee von gestern, so verstaut wie er umsteht. Wir wollen das Wertvollste dieses Zugs. Also, ihr wollt unseren Abakus? Selbstverständlich. Ist hier. Glaubt ihr im Buch, die in Anger wissen nicht, was gut ist? Aber Abakus können wir euch keinen geben. Den brauchen wir im Bildfeld für unsere große Präsentation. Wie schon in unserem Regelwerk steht, dass keiner unseren Abakus, bevor er nicht ein Jahr verpflichtet sei nach unserem Brennlagen, jemals in die Hände bekomme. Außer den Ackermann natürlich. Und so mache ich euch ein Angebot. Ein Richter von euch reist mit uns und im Zug mit und dringend nach unserer Präsentation, wo die Öffentlichkeit und jeder unseren Abakus probieren konnte, bekommt ihr eine Flasche von der Helientropfen. Das klingt wahrlich nach einem ritterlichen Angebot. Ich bin einverstanden. Nichts einverstanden! Ja, glaubt ihr denn, ich lasse mich als Kaiser noch einmal überfallen? Kraft meines Amtes als Kaiser verlange ich Geleitschuss bis dir gefallen. Die Kraft des Amtes dürfte hier eher bescheiden sein, aber Sie können es ja mal versuchen. Nun, Kaiser, ich möchte ja Hoheit. Wir, uns liegt uns natürlich nichts an euch, sondern am Abakus. Und was ist besser als ein Abakus zu stehlen, ist natürlich ein Abakus aus den edlen Händen der Affenmänner serviert zu bekommen. So nehmen wir das Angebot gerne an und wir werden dem Abakus, dem wertvollsten und edelsten Ausdruck, natürlich die Leitschutz nach Durchhalt gewähren. Und sobald wir zurückkommen, werden wir es auf unserem Mund zergehen lassen. Ritter von Wachsenet, ich werde mit diesem Zug mitfahren nach Durchfeld und dem Abakus die Leitschutz gewähren. Dort werden die Apfelmänner mir dann eine Flasche Abakus aushändigen und ich werde zurückkehren, ruhmreich. Sollte ich nicht zurückkehren oder mit leeren Händen zurückkehren, dann gnade euch Gott bei der Rückfahrt. Was die Apfelmänner betreten, das halten sie auch. Keine Sorge.